wie bei einem Heißluftballon beispielsweise. Wie mache ich das denn jetzt? Einen dahin werfen und den Rest dahin, so. Also wie bei einem Heißluftballon beispielsweise, ja, Kanzel unten, Flugkörper drüber, so ungefähr hatte ich das gebaut. Müssen wir mal gucken, ob ich das jetzt auch hinkriege. Viel zu groß darf es nicht werden, aber auch nicht zu klein. Also ich hatte damals einen Durchmesser, glaube ich, von 30 etwa. War schon recht groß. Und ich hatte dann recht wenig ja, Kapazität, um noch Gerätschaften und so einzubauen, was mich ein bisschen gestört hat. Deswegen müssen wir jetzt die Größe einfach ein bisschen verändern. Es war auch einfach zu groß, so viel Platz hätte man gar nicht gebraucht, aber nun gut. So, machen wir die ersten Float-Hots, nee, die ersten Ballons. Glas haben wir jetzt auch. Eine wichtige Sache ist noch hierbei die Gerätschaften des Ballons, nenne ich es mal, müssen... Oh! Oh! Was hat sich denn hier reingebrannt? Okay, das muss ich jetzt unschön reparieren. Ich habe jetzt nämlich keine Lust, die richtigen Hölzer wieder zu... Oh, verdammt. Die richtigen Hölzer zu suchen. Das ist ja ärgerlich hier. Naja, dann ist halt unsere Palisade etwas zerstückelt. Wenn es weitergeht, kann man das ja dann irgendwann sowieso mal bombensicher machen. Da gibt es ja auch entsprechende Möglichkeiten. So. Ich hoffe, die Palisade ist nicht überall kaputt gegangen, sonst kommen ja die Monster beim nächsten Blood Moon rein. Blood Moon rein. Sieht aber ganz gut aus hier. Okay, dahin wollte ich. Ja, jetzt wird's leider Nacht. Ja, nehmen wir die Steine mal als Grundlage, dass wir daran bauen können. So. Papapam, 5. Okay, also, wir bauen eine Kanzel, die muss einen Platz im Innern möglichst von 3x3 haben, würde ich vorschlagen. Zack, so. Da haben wir dann genug Platz. Und hier kommt dann quasi Wand hin. Ja. Und hier kommt quasi Wand hin. Und worauf man achten muss, ist, dass die Wände wirklich rechtwinklig sind. Also diagonal aneinander haftende Blöcke, die werden von dem Luftschiff nicht mit angenommen. Ja? Da müsst ihr wirklich drauf achten, sonst fliegt ihr los und das halbe Luftschiff bleibt zurück. Es ist wirklich so, dass es mir passiert. Ist dann irgendwie nicht witzig, wenn man stundenlang dran gebaut hat. Deswegen achtet einfach drauf, falls ihr mit Archimedes einmal so etwas bauen solltet. Wir brauchen noch Sand. Kriegen wir Sand aus Sackmill-mäßigem Bearbeitungszeugs raus? Macerator, Crusher, wenn man Gravel crusht, Pulverizer, Sackmill. Wenn ich Cobble crushe in der Sackmill, sehr gut. Oh, ein Diamant haben wir bekommen. Okay, dann schmeißen wir schon mal Cobble da rein. Das ganze Kohlezeugs und den Diamanten nehmen wir auch schon mal mit. Wir müssen das ja jetzt hier irgendwie ein wenig wegsortieren. Und noch ein bisschen Cobble holen. Das wird jetzt eine Weile dauern, deswegen haben wir noch ein Projekt, was die Serie am Leben, das die Serie am Leben erhält. So. Von daher kann man sich vielleicht freuen. Und ich werde ein wenig spielen, in jedem Fall. Das wird nämlich eine Weile in Anspruch nehmen. Jetzt haben wir auch schon 20 Minuten rum. Ich würde sagen, die erste Folge hat wahrscheinlich vor ein paar Minuten geendet, damit ich ein bisschen mehr Material habe. So. Und auf. So. Tja, deswegen hatte ich ja auch die Schafsfarm überhaupt erst angefangen, ne? Ja, so ist in Ordnung erstmal. Um einfach dieses Projekt anzugehen und ich denke mal, das sollte ich noch machen. So oder so. Wie sieht's aus? Haben wir ein bisschen Sand? Ich habe natürlich jetzt vergessen, Dingens und so. Ich habe vergessen, dass wir
Kobbel mitnehmen wollten. Aber nun gut. Gehen wir erstmal zu unserer Flugkanzel hier. Hep, plöpp. So, der Helm kann hier dran. Da seht ihr, das ist so eine Art Lenkrad. Hier haben wir... Oh, das können wir dazu draufpacken. Das sind unser Höhenmesser und Kompass. Das ist der Kompass. Also, da ist Norden, ne? Stimmt sogar, jawohl. Höhenmesser, Geschwindigkeitsmesser und sowas ist da auch noch dran. Und theoretisch könnte man das jetzt assemblen oder benennen. Aber wir haben ja noch keine Air Balloons und so weiter. Deswegen macht das keinen Sinn. So, die Steine können wir hier schon wegnehmen. Ist klassisches Minecraft-Gebaue, ne? Wir müssen es erstmal nur hochkriegen, sozusagen. Und dann machen wir die Kanzel als erstes. Hier kommt noch ein Teleporter rein, der dann auch drüber angebracht wird. Beziehungsweise drüber kommt auch ein Teleporter. Und dann haben wir somit einen Zugang zu unserem normalen Räumlein. Wo haben wir denn unsere Ender-Pulverizer-Dinger? Verdammt, wo habe ich denn das Ender-Pulver? Wir brauchen nämlich Ender-Pearls. Macht nichts, dann kann ich Kobbel holen. Haben wir hier... Wir haben gar keinen Kobbel, wa? Nö, Kobbel, sowas haben wir nicht mehr. Pop. So, machen wir mal ein paar Ender-Pearls. 16 Stück sollten locker reichen. Wir haben keinen Kobbel, wir haben keinen Kobbel, wir haben keinen Kobbel. Egal. Muss ich jetzt erstmal mit leben. Ich habe jetzt keine Lust, Kobbel zu besorgen, ehrlich gesagt. Auch wenn das jetzt nicht die Herausforderung wäre. Okay. So, der brennt noch fröhlich. Der kann auch noch fröhlich brennen und der auch. So, da haben wir wieder Glas. Und da wir ja irgendwo schon unsere ersten Air Balloons haben, können wir die auch gleich schon mal anbringen. Falsch. So. Ich weiß gar nicht, ob das genug Glas ist. Ich glaube, wir müssen doch noch Kobbel besorgen. So. Jawohl. Den hier. Den hier. So, ihr seht, wenn wir dann hier stehen und lenken, können wir trotzdem nach unten gucken und sehen, was so alles in der Umgebung ist. Eine recht wichtige Sache für unser Luftschiff. Wir wollen schließlich auch sehen, wo wir eventuell was abbauen können, wo wir eine Basis bauen können und so weiter. Was ich damals sogar hatte, ist, ich weiß nicht, ob es bekannt ist, es gibt noch einen sogenannten Quarry. Wahrscheinlich aus verschiedenen Feed the Beast Serien bekannt. Dieser kann einen großen Bereich einfach ausgraben und baut dort drin alles ab. Den hatte ich in meinem Giganto-Luftschiff. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo noch Bilder habe oder sogar Aufnahmen. Da hatte ich so einen Quarry an die Seite gepackt. Man musste nur darauf achten, dass das Schiff in der gleichen Orientierung steht wie beim Einbau des Quarries. Das war ganz wichtig. Das heißt, wenn wir mit Gesicht nach, wo stehen wir gerade hin, nach Osten stehen, muss man auch beim Abbauen entsprechend stehen, damit das Quarry richtig gerichtet ist. Das dreht sich nämlich nicht mit dem Schiff, genau wie alle anderen Sachen. Also zum Abbauen muss man halt in derselben Orientierung stehen, aber das ist nicht weiter schwierig. Na? Darauf muss man achten. Des Weiteren, die Mechanism-Kabel, die Stromkabel wurden, also das ist mein letzter Stand, ne? Die wurden nicht mitgenommen. Sprich, hatte man die eingebaut, musste man die vor dem Start, also wenn man wieder losfliegt mit dem Schiff, musste man die wieder abbauen und erst hinterher wieder anbringen. Ein bisschen mühsam, ist aber wesentlich leichter so umzuziehen, als sich ein komplett neues eine ganze Basis mitzunehmen einfach, ne? So, sehen wir so halbwegs gut? Ja, ich denke schon. Dann können wir hier den Deckel drauf machen. So. Ups, da ist einer zu viel. So, das ist jetzt unsere Basis des Luftschiffs quasi. Ich würde sagen, hier kommt dann der andere Teleporter hin. Und hier, wo ich jetzt hier quasi einen 3x3-Raum habe, wobei wahrscheinlich eher hier so, könnte man einen Miner hinstellen, ja? Das wäre eigentlich ganz gut. Der kann dauerhaft stehen bleiben, aber man muss ihn bei Landung bzw. bei Abbaumöglichkeit wieder
neu setzen einfach. Das ist jetzt nicht weiter schwierig. Aber den muss man halt neu setzen. Au, ah, verdammt. Habe ich hier alles auseinandergenommen fast. Ja. Das ist die Basis unseres Luftschiffs. Eventuell, wenn ich gleich so ein bisschen mehr gebaut habe, werden wir einen kurzen Testlauf starten. Was ich noch machen würde, ist gern ein paar Markierungen. Eventuell, wenn wir genug Farbstoffe haben. Red, Rose Red, da haben wir es. Muss ich mal gerade gucken. Archimedes, so. Nee, hier. Air Balloon Red. Red Wool braucht man einfach, sehr gut. Okay. Einmal nur. So, damit hätten wir dann so ein bisschen was für Markierungen. Und wir brauchen auf jeden Fall Teleporter. Und zwar brauchen wir mindestens zwei. So. Die lasse ich auch erstmal hier. Quatsch, Teleporter, Elevator. So. So, ein paar Markierungsballons. 8 Stück. Und dann noch ein paar normale Ballons. Und hier dürfte auch schon wieder ordentlich was sein. Und dann können wir noch mehr Ballons machen. So. Okay. Damit wären wir dann soweit. Ich glaube, ich habe nicht mal mehr die Map, leider. Von damals. Ach, verdammt. So. Höp. Oh. Da ist doch was rübergekommen, oder nicht? Oder auch nicht? Oder auch nicht? Oder auch nicht? So, zack. Jetzt können wir hier rein. Wie nennen wir das Chip? The... Nee. Ohne The, aber Explorer. Dann Renaming. Assemble Ship. Okay, ihr seht, wir haben 93 Blöcke jetzt zusammengepackt. Status ist okay und wir haben 35% Balance. Ich glaube, man musste schon einen deutlich höheren Prozentsatz haben. Deswegen starten wir noch nicht. Aber theoretisch könnten wir in der Form schon starten. Auch wenn es komisch aussieht. Ne? So. Ich weiß, das ist ein bisschen rosa, aber das macht nichts. So haben wir eine Markierung, wo dann unsere Gerätschaften hinkommen und so weiter. Oh, nein. Weiße Air Balloons hätte ich... Uah! Oh, verdammt. So. Mal schauen, wie wir das genau organisieren. Also hier kommt der Miner auf jeden Fall hin. Der sollte hinter sich eine Diamantkiste haben, die wir auch immer wieder abnehmen. Ne? Dann sollte hier eine Art Lagerraum sein, aber mit Diamantkisten. Warum? Weil die Barrels einfach viel zu viel Platz verbrauchen. Und so viel Material würde ich gar nicht mitnehmen wollen. Also ich würde immer dann irgendwie ein Stück weiterfliegen, das abbauen, was man braucht. Und entsprechend dann weiterfliegen einfach. Mehr braucht's eigentlich nicht. Das heißt, wir könnten hier 3 Diamantkisten hinpacken, eventuell darüber noch 3 Diamantkisten oder so. Müssen wir mal gucken. In jedem Fall brauchen wir noch einen Schlafraum und ich würde ganz gerne auch irgendwie so eine Art Flügel haben. Aber da muss ich mal gucken, wie man das dann organisiert. Also der Miner ist schon mal hier hinter, hier so. Und wir brauchen auf jeden Fall einen Weg an dem Miner vorbei. Das heißt, wir müssen hier noch etwas breiter werden. Sprich, dieses hier wird Weg oder Gang ungefähr. Und danach kommt erst die... Obwohl, nee, hier kommt die Wand. So, da kommt schon die Wand. Auf der anderen Seite brauchen wir das Ganze noch. So. Ich guck mal, ob ich dran denke, beim Schneiden... Moment, ich mache mir mal eine Notiz. Notizzettel. Unordentlicher Schreibtisch, Notizzettel. Screenshot einbinden. Ich hoffe, ich denke dran, dass ich einen Screenshot von meinem anderen Luftschiff einfach mal einbinde. Das hat aber wirklich Ewigkeiten gedauert. Ne? Also das hier ist echt Sparmodus Luftschiffbau, sage ich jetzt mal. Also hier kommt der Miner hin. Ich würde fast sagen, wir machen hier rechts und links noch Räume, dass wir in Form eines Ts oder eines, ja, so ein Thors Hammer oder so,
ein Schiffchen haben. Ein Lagerraum, Schlafraum, das reicht nicht. Ich würde sagen, hier machen wir ein Bettchen hin, einfach, dann ist das der Schlafraum, Lagerraum, Arbeitsraum und oben drüber Stromversorgung. So ungefähr. Okay, das abgestürzt. Na gut, ist nicht schlimm. Andererseits könnten wir noch einen Elevator machen und hier an die Parkposition einfach, dann könnte man hier hochkommen. Aber egal. Ja, wir müssen weiterbauen, ne? Würde ich fast sagen. Mir bleibt keine andere Wahl, als weiterzubauen. Wir brauchen auch noch jede Menge Glas, das habe ich nicht bedacht. Denn diese vordere Ecke hier, oh, muss auch verglast werden. Ich möchte das gerne durchsichtig haben, dass man oben halt ein bisschen rausgucken kann. Ja? Hier so, da kommt dann Glas hin. So, wenn wir dann hier einen Durchgang haben und hier einen Durchgang, so, dann machen wir hier den Lagerraum rein. Der sollte schon einen Platz von 5x5 haben. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr gut. Verdammt, die falschen Airballoons haben wir da. Nee, das ist Wolle. Wolle, Airballoons. Sehr gut, wir haben noch welche. So. Das bedeutet, hier haben wir fast den 5x5 Raum fertig. Von der Positionierung ist das nicht ganz so schön, ne? Da müsste ich das hier noch einmal nach vorne ziehen. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So. Oh, den brauchen wir da. So. Dann kommt das halbwegs hin. Vielleicht noch einen nach vorne, aber das entscheide ich gleich. Okay. Licht brauchen wir dann später auch noch hier drin. Dafür machen wir extra Blöcke, die dauerhaft schön gelb oder so leuchten. Die kommen dann irgendwie in den Boden noch mit rein oder in die Decke. Das schauen wir dann. Hier machen wir das so. Oh, verdammt. So, hier gehen wir einen rein. So dass das dann am Ende auch wieder wie vorne, zumindest ein wenig wie vorne, spitz zuläuft. Zack. Zack, 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 zack. So. Ein spitz zulaufendes Ende. Da kann man immer schön eine Crafting-Ecke mit reinpacken oder so. So, und hier das Ganze auch nochmal mit dem 5x5-Raum. Ha, schön beruhigende Musik gerade, oder? 1, 2, 3, 4. So. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit dem neuen Projekt, was mich auch halbwegs Mist. Oh. Oha. Da haben wir aber ein Hyperviech. Uiui. Was haben wir da? Rare Hunting, schieß mich tot. Oh. Das Vieh mag's nicht, wenn man es angreift. Aber er hat ja zuerst angegriffen. Es vergiftet mich. Unhold. So, was haben wir da? Oh, eine Hose. Sehr schön. Dann haben wir eine neue Hose. Ach, Mist. Ich dachte, ich hätte noch nicht geladen. Okay, haben wir noch Airballoons? Nö. Da müssen wir uns wieder welche besorgen. So. Ich fürchte auch, wir müssen definitiv noch so ein Blöckchen hier verknusen für das Gerät, was wir da bauen. Jetzt haben wir erst nur 52 Stück, also das reicht bei weitem nicht. Und wir brauchen auf jeden Fall noch Kobbel. Irgendwie muss ich jetzt Kobbel generieren. Lapis Lazuli. Haben wir noch Lapis Lazuli zu sammeln? Ach du Scheiße. Okay, ich habe eine Möglichkeit gefunden, Kobbel zu generieren. Hier ist noch jede Menge Kohle drin, die verarbeitet werden muss. Oh Mann. Okay, 3 Segments werden jetzt einfach für die Kohle verwendet und eine kreiert uns Sand. Damit wir noch ein bisschen Glas kriegen. Meine Güte. Okay, dann geht's weiter mit dem Bau. Die ersten Fliegen kommen hier rein. Die Sommerfliegen, wie ich sie hasse.
1, 2, 3, 4, 5, jawohl. Und dann dieses hier. Das ist ein bisschen blöd. 5x5, da muss nämlich hier die Wand schon hin. Ist nicht so ganz optimal. Beziehungsweise nicht so ganz wunderschön.